Jesus schnappte sich das Schwert des Centurios und schlug Tiberius den Kopf ab, womit der Schwur und die Zahlung mit diesem Kopf erfüllt waren. Der Kaiser ist tot. Lang lebe Jesus, der Siegreiche, unser Herr und ewiger König. Und so hat Christus den Thron des Reiches erobert. Ich glaube nicht, dass das so akkurat ist, wenn man mich fragt, aber gut. Trage den Pfahl zum abgegebenen Ort und besiege den Fechtmeister, finde den Kostümstand. Manchmal hat das Spiel noch ein paar Probleme, wie es scheint. Endlich ein Gegner. Ich war schon dabei, Wurzeln zu schlagen. En garde. Bewegung, leichter Angriff, schwerer Angriff. Griff. Kampf, leichte Angriffe. Leichte Angriffe sind schnell und es ist schwieriger, ihnen auszuweichen. Nutze sie gegen langsame Gegner zu deinem Vorteil. Aber Vorsicht, sie können pariert werden und Mortimer oder den Gegner für eine Weile taumeln lassen. Gut. Kampfblocken. Blocken. Control ist hilfreich, um dir Luft zu verschaffen. Mit Blocken kannst du Leichtangriffe abwehren. Aber wenn du einen schweren Angriff abblockst, kann Mortimer oder der Gegner für eine Weile taumeln. Nein! Schwerer Angriff. Schwere Angriffe sind langsamer, tödlicher, aber leicht zu parieren. Verwende sie gegen taumelnde oder langsame Gegner, wenn du einen schweren Angriff blockst, kann Mortimer für eine Weile taumeln. Taumeln. Nein! Eigentlich immer. Oh, putain! Pardon. Ausweichen. Ausweichen Space ist nützlich, um Schaden zu vermeiden und kann auch zur Abstandsgewinnung verwendet werden. Soll das etwa Ausweichen sein? Ach so, ich muss ausweichen. Gut. Excellent. Focus. Pathetik. Come on. No, 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 no. Encore. Perfekte Parade ist ein mächtiges Manöver, das den Gegner taumeln lässt und eine Öffnung für weitere Angriffe schaffen kann. Eine perfekte Parade wird ausgeführt, wenn der Gegner gerade einen Treffer landen will. Der Feind taumelt dann und macht Platz für einen weiteren Angriff. Nein! Sacre bleu! Sacre bleu! Wiederholt das! Nein! Nein! Okay. No, 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 no! Encore! Ich verstehe irgendwie nochmal die Kampftechnik nicht ganz. Genug. Zeit für einen echten Kampf. Pardon. Ist ein bisschen schwerfällig gegen die Steuerung. Okay. Ich treffe selten auf bessere.
Ihr habt mir eine wertvolle Lektion erteilt. Ich danke euch. War ein bisschen schwerfällig, ehrlich gesagt. Und das Spiel hat hier ein paar FPS-Probleme, obwohl ich sogar DLSS angeschaltet habe, was hier gibt. Aber, was gibt's hier? Sehr geehrte Einwohner von Königstein, wir möchten euch bitten, von jeglichen Eingriffen in die Sanierung des Wohnhauses abzusehen. Der Bauunternehmer ist sich eurer Bemerkungen und Nachfragen bewusst und spöttische Rufe in Richtung der Arbeiter werden den Fortschritt nicht beschleunigen. Das Betreten der Baustelle und des Gerüsts ist verboten. Es kam bereits zu 4 tödlichen Unfällen, 7 Bürger wurden verletzt und eine Person ist verschwunden. Verschwunden? War das der Vampir? Wir alle wünschen uns, dass die Arbeiten schnellstmöglich zu Ende gebracht werden können. Das Bewerfen der Bauarbeiten mit Eiern oder Tomaten, das Zurufen von Beleidigungen wie Trottel, Taugenichtse oder Deppen, sowie das widerrechtliche Betreten der Baustelle werden durch die Stadtwächter schärfstens geahndet. Mögliche Strafen schließen die Einkerkerung sowie körperliche Züchtigung ein. Theobald Schmatke, Sekretär des Bürgermeisters Guido von Herzen. Sammelobjekte. An vielen Orten in Königstein findest du Sammelobjekte in Form verschiedener Notizen oder Briefe. Je mehr du davon findest, desto mehr Extras bekommst du. Die Extras werden im Hauptmenü verfügbar. Hey. Lapis Regis. Der Bengel, der mich beraubt hat. Aha. Morgen. Ein Dieb! Chance. Er ist da lang! Kauf er hat meine Geldbörse! Nur hier! Ja, und jetzt? Geradeaus. Wahrscheinlich nicht. Ich habe ihn halt schon wieder aus den Augen verloren. Okay. Keine Ahnung, wo der hin ist. Jetzt verfolge den Dieb, aber ach so, da wird es angezeigt werden. Das habe ich gar nicht gesehen. Der kleine Rotzlöffel riecht nach fauligem Fisch. Schuft muss in Parfum gebadet haben, damit ich den Geruch verliere. Da vorne. Ist er den Gestank losgeworden? Hab dich! Das ist er nicht. Zeig mir erst deine Hand. Was hast du aus dem Wagen genommen? Es ist nur ein Apfel. Wie heißt du eigentlich? Und wo sind deine Eltern? Ich heiße Amelia. Und meine Eltern und Geschwister sind tot. Sie starben alle vor 2 Jahren an der Pockenplage. Und wer kümmert sich jetzt um dich? Niemand. Ich brauche niemanden. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Indem du stiehlst? Ich war hungrig. Du wirst dir nicht mit irgendwas den Bauch vollschlagen. Was wollt ihr mit mir machen? Mich den Wächtern ausliefern?
Gib den Apfel zurück und verschwinde. Aber sag nicht, dass du ihn gestohlen hast. Sag besser, dass er von seinem Wagen gefallen ist. Dann geh und iss dich satt. Kehre zum Kostümstand zurück. Das ist der Inquisitor. Willkommen, Meister Inquisitor. Was kann ich für euch tun? Inquisitor? Ach, dann sind wir ja Kollegen. Mein Name ist Roland, Meister Scharfrichter. Mortimer Madadin, lizenzierter Inquisitor im Dienste des Bischofs von Hesesron. Wenn ihr Hilfe braucht, kommt zum Verlies. Ich habe dort ein paar Spielsachen, die euch die Arbeit sicher leichter machen. Nun, Händler, ihr habt genug meiner Zeit verschwendet. Habt ihr etwas für den Scharfrichter? Hier sind die Maske und das Kostüm des fidelen Scharfrichters von Tianon. Der Schlechter, der vor ein paar Jahren von der Bildfläche verschwunden ist? Er war ein Teufel, also haben ihn die Teufel unter die Erde gezerrt. Bestimmt tanzt er gerade in der Hölle, während wir hier sprechen. Papalapap! Verpiss dich oder ich verpasse dir eine Tracht Prügel! Wie kommt die Maske des fidelen Scharfrichters von Tianon an den Stand eines Händlers? Seht sie euch an, Inquisitor! Wunderschön, nicht wahr? Es ist schon eine Weile her, dass ich eine Vision hatte. Warum sollte Christus mir jetzt eine schicken? Was wollte er mir sagen? Was ist mit euch, Inquisitor? Ihr scheint um Worte verlegen zu sein. Ich wette, ihr würdet gerne das Kostüm des fidelen Scharfrichters für euch kaufen. Nichts da. Ich war zuerst hier. Verdammter Scharfrichter! Er bezahlte mit Gold, das er von einem auf dem Schafott bekam. Ich sah, wie der Ärmste mit einer Münze um einen sauberen Schnitt bettelte. Wie meint ihr das? Hat er nicht 3 Schwünge gebraucht, um den Mann zu enthaupten? Der Schlechter schwelgt in Grausamkeit. Angeblich hat er seinen Posten als königlicher Scharfrichter verloren. Es ist besser, du nimmst dir das Leben, als dass er dich in die Finger kriegt. Woher habt ihr die Tracht des fidelen Scharfrichters von Tianon? Ich kannte ihn und weiß, dass er das Narrenkostüm für ein schändliches Symbol der Entartung und Brutalität hielt, weshalb er es versteckte. Keiner wusste, wo es war. Ich habe es gekauft, Meister. Lügt nicht, sonst endet ihr am Pranger. Ich werde euch alles sagen, Meister. Tut mir nicht weh. Eine alte Frau hat es mir verkauft. Ich traf sie auf dem Weg durch den Wald. Ich sah, wie ihr Hund das Gewand des fidelen Scharfrichters ausgrub. Da ich den Mann schon oft gesehen hatte, erkannte ich die Maske sofort. Ich habe gut dafür bezahlt. Eure Worte stinken nach Lügen. Es war so, wie ich sagte. Ich schwöre es. Ich finde die Wahrheit raus, so oder so. Ich komme wieder, wenn ich merke, dass ihr mich zum Narren gehalten habt. Beten, Hinweisbeschaffung. Durch Beten kannst du aufdecken, was hinter dem Schleier verborgen ist. Diese Objekte können für deine Ermittlungen zu nützlich sein. Suche weitere Hinweise. Mit dem
Das ist das Halsband aus meiner Vision. Das sieht aus wie eine Hundedecke. Wenn ich mich recht erinnere, nannte die alte Dame ihn Freund. Es ist einen Versuch wert. Freund! Halt, Maulköter! Oder ich schau dich so, dass du nicht mal mehr die Kraft hast, deine Wunden zu lecken! Lass ihn in Ruhe, Balk. Der Herr behandelte Tiere mit Liebe und Respekt. Es wäre klug von dir, das Gleiche zu tun. Nehmt ihn, Meister. Papa sagte, ich solle dem Hund Disziplin beibringen. Ich habe nur getan, was er mir befahl. Wahrscheinlich müsste man das nicht tun, aber ich bin es angemessen. Der lebt schon noch. Na los, Freund. Du kommst mit mir mit. Fress ihn auf. Mehr Spaß. Okay, jetzt kommt der Hund einfach mit, oder was? Was hat's mit der Bank hier auf sich? Lauschen. Lauschen hilft dir, benötigte Informationen zu bekommen. Such dir einen geeigneten Ort, um mit dem Lauschen zu beginnen. Okay. Lauschen anvisieren. Um mit dem Lauschen zu beginnen, suche dir ein geeignetes Ziel und visiere es an. Warum wurde dieser Kerl geköpft? Es heißt, er habe besoffen auf die Stiefel seiner Eminenz gepinkelt. Gut, dass er nicht reingeschissen hat, sonst hätten sie den armen Kerl gefoltert. Habt ihr Helders Milchkannen gesehen? Ja klar, so große habe ich noch nie gesehen. Ich habe gehört, sie bumst gerne, aber nur auf die spanische Art. Was ist denn das für eine Art? Keine Ahnung. Ich war noch nie in Spanien. Ich wette, man muss sie an den Kannen packen wie ein Stier bei den Hörnern. Würde mich ja jetzt auch interessieren, was die spanische Art ist. Habe ich noch nie gehört. Ihr meint den Lückenbeißer, Didi? Habe ich nicht gesehen. Eben war er noch hier. Da! Er hat sogar etwas Mehl zurückgelassen. Was hat uns das jetzt gebracht? Okay, wir folgen also dieser Mehlspur. Was ist passiert, Junge? Was jetzt kommt? Seht ihr das nicht? Drei Nichtsnutze haben mich nahe dem Marktplatz überfallen. Sie schlugen mich blutig und raubten mich aus. Ihr wart dort, Inquisitor. Aber ihr habt mir nicht geholfen. Ich hab euch gesehen. Beim Schwert des Herrn, was machst du denn hier? Alle suchen nach dir. Ich hab kein Mehl, Herr Bürgermeister. Ich wurde auf dem Weg vom Markt überfallen. Sie haben das Geld, die Säcke und sogar die Schubkarre genommen. Verflucht! Diese Hurensöhne sollen sich blutig scheißen! Verzeiht meine unflätigen Worte, Meister. Da versucht man etwas für die Stadt zu tun, hat hehre Ziele, aber man kann einfach nicht gewinnen. Nun gut. Hm.
Bier ist viel gesünder als Wasser. Trinkt und erfreut euch am Geschmack. Mönchsbier mit Kräutern und Honig, ein Silberengel. Ausgezeichnetes Bier aus der Brauerei des Benediktinerklosters östlich von Königstein. Intensiver Kräutergeschmack mit einer Spur von Honig. Landeibier stark und vollmundig. Ein exquisites Gebräu aus dem kleinen Dorf Diniez, das in einer Brauerei steht, die von örtlichen Bauern gegründet wurde. Sehr trüb, steigt ebenso schnell zu Kopf wie die Schönheit einer jungen Maid. Lilianer Bier mit Kräutern und Blüten, ein Silberengel, gebraut zu Ehren der schönen Liliane, der Königin des Mummenschanzes. Kräftig im Geschmack mit einer blumigen Note. Ideal für eine Maid, doch auch für den männlichen Gaumen. Eine Wonne. Okay. Hey Kinder, habt ihr Gerede über einen Vampir gehört? Ein Vampir? Was ist denn das? Ein Ungeheuer. Oma sagt, es hat lange Reißzähne und kann fliegen. Oh, so nett. Und es trinkt gern Blut. Blut? Wie wo Blut? Um lange zu leben. Oh. Also ist mein Opa vielleicht ein Vampir? Er muss hunderte von Jahren alt sein. Wie wohl lacht ihr? Eine Liste der Verurteilten, denen die Ehre zuteil wird. Während des Festes des siegreichen Christus enthauptet zu werden. Elven Hornmacher, wegen Verletzung der Würde unseres hochverehrten Kardinals Ansgar von Niedrig. Egbert Langer, wegen zweifachen Totschlags. Leonard Zule, wegen Straßenraubs. Erik Krause, wegen Übergriffigkeit im Dirnenhaus. Franz Maucher wegen Fahnenflucht. Alle Hinrichtungen werden durch den obersten Scharfrichter Roland durchgeführt werden, der für seine ruhige Hand und die leidenschaftliche Ausübung seiner Kunst bemüht ist. Berühmt ist, sorry. Den haben wir schon kennengelernt.